Jo Freunde, ich wieder zurück. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part meines Let's Plays mit Super Smash Bros. Ultimate. Und Moment, ich muss mich gerade am Kopf kratzen. Mich juckt es. Auf Hochdeutsch, es kommt wieder dieser Allgäuer Dialekt raus. Was rede ich gerade für einen Bullshit? Jetzt kommt gerade wieder mein Allgäuer Dialekt raus. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade da vorne im Hirn gerade gehabt habe. Keine Ahnung. Irgendwie gerade durch Blutungsstörungen oder irgendwie sowas. Ich habe gerade wieder einen Bullshit daher geredet. Oh mein Gott. Ja, das fängt ja schon gut an, dieses Let's Play Video. Muss schon sagen, sehr, sehr unterhaltsam. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Wir sind in unserem letzten Part mit Schulk relativ erfolgreich gewesen. Ich habe ja einen Kampf verloren. Und ich war absolut am Anfang meines letzten Let's Plays überhaupt nicht warm mit Schulk. Es ist nach wie vor noch extrem kalt bei mir im Zimmer. Ich habe es, glaube ich, aufs Thermometer mal geschaut. Und wir haben hier in diesem Raum 18 Grad plus noch. 18,1 oder so. Aber das ist heftig. 18 Grad plus noch. Ja, die Heizung, die funktioniert immer noch nicht. Nach wie vor noch nicht. Und ich hoffe, dass ich mir heute Nacht, wenn ich pennen gehen will, nichts hole, dass es hier im Zimmer jetzt nicht noch weiter abkühlt. Das wäre nämlich bitter. Sehr bitter sogar. Aber jetzt die viel wichtigere Frage. Welchen Charakter nehme ich jetzt? Oh, ich glaube, ich habe schon einen im Visier. Jawohl. Ich werde jetzt Ridley nehmen. Oh, es gibt sogar Metall Ridley. Soll ich Metall? Na, im Metall sieht er doof aus. Ich nehme ihn in der Originalfarbe. Nee, also im Metall hat mir jetzt gar nicht gefallen. Ich finde, das sieht da nicht so unheimlich aus. Ich finde, so sieht er richtig geil aus, der Ridley. Was macht unser Wissensbaum? Oh, krass, jetzt nach denen wenigen Kämpfe fast schon wieder auch 100 Lernjuwelen. Gut, ich habe 30 Stück aus der Schatztruhe gekriegt in meinem letzten Teil, ja. Bekommen. Es geht wieder los mit den Sprachstörungen. Ausweichhelfer, agile Landung, Ultraschnelllader. Was haben wir hier drüben? Waffenresistenz, Doppel-Ultra-Smash, Spezialtechniken, Smash-Heiler. Einige Smash-Griffe, die treffen, heilen dich. Nee. Ich denke, ich werde den Ausweichhelfer nehmen. Der klingt auch sehr vielversprechend. Jo, das war's auch schon mit meinen Fähigkeiten. Und jetzt starten wir unseren ersten Kampf gegen ein geisterhaftes Kirby, das wohl einem Buhu ähnlich sehen soll, weil ja der Geist, gegen den wir kämpfen, ein Buhu ist. Und Buhu ist auch ein abartig läufiger Gegner in der Super Mario-Reihe. Sollte auch jedem bekannt sein. Was haben denn hier? Unsichtbarkeit und stärkere Gegnerschilde. Tja, sorry Kirby, aber deine stärkeren Gegnerschilde bringen nichts, weil ich Schildangriff als Technik ausgerüstet habe. Jetzt ist er unsichtbar. Wo ist er? Da. Ich hab dich gesehen. Und tschüss. Boah, krass, hat der ein riesiges Maul, der Ridley, wenn er zupackt. Wie so ein Alligator. Krass. Ah, und der Buhu kann sich auch verwandeln. Ja, wahrscheinlich in der König-Buhu, könnte ich mir vorstellen. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, dass ich noch ein paar meiner Charaktere entwickle, die ich auf Level 99 habe. Das habe ich jetzt immer noch nicht fertig gebracht. Das ist vollkommen untergegangen. Jetzt muss ich gerade schauen, wo sich diejenigen befinden, die ich auf Level 99 habe, die ich entwickeln kann. Oh, ist blöd. Ich bin auch gerade bei der Primärgeister, oder? Aber es können sich doch auch andere Geister entwickeln, oder? Warte mal. Ja, der zum Beispiel. Wer ist das? Ciao kann sich entwickeln. Ja, das machen wir doch gleich. Hero Ciao. Okay, Ultraschnelllader. Nice. Da sage ich nice. Das Phantom kann sich auch wandeln. In Zelda. Oh. Ist die stark? Die Zelda?
Ach, die ist von Spirit Tracks, auch von Spirit Tracks heißt das mit dem Zug jetzt. Das war, glaub ich, für ein DS ein Legend of Zelda Spiel, genau. Ja, war jetzt auch nicht so vielversprechend. Sonst noch irgendjemanden, den wir entwickeln können? Es müsste ja eigentlich immer dran stehen. Ja, die Tiki können wir noch entwickeln. Wer ist denn das? Tiki aus Nagas Stimme. Aus dem Fire Emblem Nagas Stimme oder heißt die Nagas Stimme? Keine Ahnung. Sonst noch irgendjemanden zum Entwickeln? Nein, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Also drei Stück. Drei habe ich jetzt entwickeln können. Und jetzt kämpfen wir gegen den... Oh. Gegen den finsteren Hit. Unser nächster Charakter, den wir freischalten können, ist also der finstere Pit. Na dann, komm her, finsterer Pit. Lass dich umarmen. Hier, der Giftstachel. Ich weiß, Riddle ist kein Pokémon, aber ist jetzt egal. Und Flammenwurf. Och, auch meines weicht da aus. Was bist du für ein Lappen? Schluss mit lustig. Jetzt räumt Riddle auf. Oh, der hat gefetzt. Der war stark, der Feuerangriff. Der Flammenwurf. Es war zwar kein Flammenwurf, denn Riddle ist kein Pokémon. War es nie und wird es auch niemals sein. Aber hier haben wir diesen Turm abgeschlossen. Und jetzt, oh, und jetzt müssen wir gegen den Tod auch von Castlevania kämpfen. Ist auch ein ehemaliger Endgegner aus Castlevania. Auch sehr gängig. James McCloud. Im Kampf auf schwerer Schaden für dich, Katapultierwiderstand für dich. Und der Gegner startet mit der Todessense, Katapultierschuss und Sadenschaden. Eiwei, das riecht nicht vielversprechend. Nee, definitiv nicht. Und dann komm her. Oh, wer kommt? Lass mich los. Oh, 100. Was? Niederlage fortsetzen? Dieser kleine Drecksack hat sich noch im letzten Augenblick umgedreht. Dieser feige Misthaufen. Na, dir werde ich jetzt was husten. Das, also das... Also das kann es ja mal nicht sein. Dieser Misthaufen, der weicht auch immer bloß auf. So. Jetzt ist Schluss mit lustig. Tschüss. Und tschüss, Darain, ja. Zu Recht hast du verloren. Zu Recht. Ah, das war ja jetzt mal fies. Ich mache eine Attacke und der schützt sich und macht seinen perfekten Block und dann... So schnell konnte ich gar nicht mehr reagieren. Halt! Halt! Wo willst du hin, Riddley? Du musst schon nach oben, das ist dir frei schon klar, oder? Leon Belmont, auch ein Belmont. Der Gegner heilt sich durch Schildeinsatz, stärkere Angriffe mit Nahkampfwaffen. Habe ich gerade Angriffe gesagt? Stärkere Angriffe mit Nahkampfwaffen für alle. Ich sollte echt mal nochmal in die Schule gehen, um das richtige Lesen zu lernen. Also ich bin manchmal echt zu blöd zum Lesen. So bescheuert zum Lesen einfach. So, Richter. Stark. Noch nicht weg. Aber jetzt. Was, der kommt noch? Du Lappen. Hat der einen Dusel? Jetzt geh doch endlich. Geh raus! Du Sack! Raus mit dir! Hauptsache wieder den Kampf unnötig in die Länge gezogen. Mal wieder. So, wen haben wir als nächstes? Ah, den fröhlichen Maskenhändler. Der ist auch von Legend of Zelda. Majora's Mask. Obwohl ich sagen muss, der kommt ja glaube ich sogar schon im Ocarina of Time vor, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da verkauft er mir...
Oder verkauft er mir da schon Masken? Ich weiß vielleicht gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Was haben wir denn? Angriff ist stärker, Turbolauf, Sprungkraft erhöht, Smash auf Zeit. Ja, okay. Dann werden wir diesen schwarzen, jungen Link mal zur Strecke bringen. Na, komm her. Raus mit dir. Link. Tschüss. Okay. Mit einem Fallrückzieher. Oder war das gerade ein Fallrückzieher? Ich weiß leider gar nicht. Es sah irgendwie gerade komisch aus, wie der gerade nach oben mit seiner Klaue gehauen hat. Der Ridley. So. Jetzt muss ich aufpassen. Wir gehen jetzt erstmal nach unten. Ah, da muss ich jetzt, glaube ich, erstmal den Schalter aktivieren. Damit das nach oben fliegt. Dann bricht es nämlich komplett in sich zusammen. Kann ich da noch rüber? Ja. Nein. Das funktioniert leider nicht. Okay. Dann werde ich jetzt... Moment. Fliegt nach oben die Kugel? Oder? Ich muss da jetzt erstmal schauen. Ich bin mir jetzt absolut nicht sicher, nicht, dass ich jetzt einen Scheiß mache. Und mir den einen Charakter versaut, den ich nur bekomme, wenn ich alle Kanonenkugeln richtig auf Anhieb einsetze. Also das bringt gar nichts. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal die Kanonenkugel zünden hier. Oder muss ich die untere? Ne, ich glaube, ich muss die untere zünden. Ich muss die hier zünden, ja. Ich glaube, es ist die hier. Jetzt fällt nämlich das Uhrwerk in sich zusammen, jawohl. Der Weg ist jetzt frei. Jetzt kann ich zwar nicht mehr nach oben. Aber... Jail of Jewel. Ja, und jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr rüber, oder was? Ah, doch sogar. Okay. Und wir müssen gegen den Werwolf, auch einem gängigen Gegner von Castlevania, gegenübertreten. Und ich finde, dieser Werwolf sieht aus wie das Pokémon Zoroark. Schreibt es mal unten in die Kommentare, aber ich finde, dieses Pokémon hat wahnsinnige Ähnlichkeit mit dem Pokémon Zoroark. Gegnerische physische Angriffe sind stärker, erhöhtes Lauftempo für den Gegner. Na, soll er machen. Ja, dann komm her, Wolf. Bereit? Passend. Los! Ich glaube, es ist Luft. Und tschüss. Das war's für dich, Wolf. Du hast jetzt genug herumgeheult. Zeit für dich, ins Bettchen zu gehen. Husch, husch, ins Körbchen, Wolfi. Ah, und jetzt gibt's hier ja eine Kanone. Und die kann ich jetzt aber noch nicht aktivieren. Weil dieser Balken da drüben, dieser Reflektor zu gerade steht. Ich muss ihn dazu bringen, dass der die Kanonenkugel nach oben abfängt oder nach oben reflektiert, dass ich den Geist noch zerstören kann, dass ich an den Charakter hinkomme. Also müssen wir ganz schnell zurück. Halt, wo läufst du hin, Ridley? Wir müssen nach unten. Hier, ja. Da, brav. Hier doch. Auf geht's, Ridley. Schneller, 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 schneller. Du bist so langsam. Hoch mit dir. Hopp, 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 hopp. Ja, wo ist er denn, der Ridley? Da ist er! Wir müssen nämlich den Schalter da drüben noch einmal aktivieren. Den hier. Und dass sich das Teil wieder dreht. Genau, dann jetzt reflektiert es nach oben. Müsste es normalerweise nach oben reflektieren, die Kanonenkugel. Und dass ich den Geister jetzt zerstören kann. Ich hoffe es zumindest. Wäre es nämlich bitter, wenn ich falsch liege mit meiner Vermutung. Das wäre jetzt echt bitter. Halt, wo läufst du hin, Ridley? Da will ich doch gar nicht hin, du Depp. Hier will ich hoch.
So ist brav. Hopp, 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 hopp. Schneller. Schneller, du bist zu lahm. Jetzt gib Gummi. Gib Gummi, Ridley. So, dann gehen wir mal hier runter. So. Jetzt. Trommelwirbel. Habe ich es richtig gemacht? Ja, es hat gepasst. Sehr gut. Und nun erscheint da oben vor unserem nächsten Endgegner ein weiterer Charakter. Und den kann man nur bekommen, wenn man alle Kanonenkugeln richtig und vor allem auf den ersten Durchgang richtig einsetzt. Und unser nächster Kämpfer, den wir erhalten werden, also voraussichtlich ich gewinne gegen den, ist Darain. Und ich bin im Nachteil. Das will ich nicht. Ich will im Vorteil sein. So. Na, dann komm her, Darain. Aus dir mache ich Hackfleisch. Bereit? Los! Ja, denn Ridley hat Hunger auf frisches Menschenfleisch. Na, und da kommst du mir genau gelegen. Jetzt blockt der Sack auch noch. Was? Hat er so eine kurze Reichweite? What? Das ist nicht dein Ernst. Ich hätte gedacht, Ridley hat eine höhere Reichweite. Also hat er das Donnerschwert. Und tschüss. Der hat gefetzt. Der hat im wahrsten Sinne des Wortes gefetzt, dieser Schlag gerade. Hui, das war heftig. Das war nicht schlecht. Also Ridley, nächster Kampf, los. Oh, Alucard. Ich finde Alucard richtig geil. Ich mag Alucard richtig, richtig gern. Ich habe ihn aus dem Spiel Castlevania Symphony of the Night schon richtig gern mögen. Ist einfach ein abartig cooler Schwertkämpfer. Und auch ein abartig cooler Vampir. Ganz davon abgesehen. Und die Musik. Helfertrophäen. Oh, ist Alucard eine Helfertrophäe? Okay. Wir müssen gegen Simon kämpfen. Mit Alucard. Oh, das könnte schwierig werden. Der könnte schwierig werden, der Kampf. Oh ja. Und das Blödeste, ich kann Alucard nicht angreifen. Ich kann ihn sogar treffen. Oh, ist Alucard unangenehm. Ja, wie wär's denn, wenn du mal von dannen ziehst, Alucard? Oh, der hat gefetzt. Oh, der aber auch. Eieiei. Ja, Alucard, wie wär's denn, wenn du gehst? Was machst du, Ridley? Das war jetzt echt blöd angestellt. Das war jetzt gerade richtig selten doof angestellt. Boah. Kacke, ich dachte, ich könnte den Alucard nicht schwächen. Darum bin ich jetzt gerade von ihm geflüchtet. Aber anscheinend kann man den doch schwächen. Ja, gut, danach ist man immer schlauer. Lass mich los sein. Oh, der tat weh. Alucard wurde gerade... Er hat zwar noch nichts ausbefördert, aber fast. Hau ab, Alucard, komm. Simon, du nervst. Weg mit dir. Wo ist der Alucard da? Uiuiuiuiui. Ach komm, hey. Dieser blöde Alucard-Brocken nervt. Und vor allem, dass er so viel aushält. Ist ja wahnsinnig. Habe ich eigentlich Helferschreck? Ausgerüstet? Ich weiß nicht. Ich habe es auch gar nicht ausgerüstet. Ja, du feiges Huhn. Der macht immer das gleiche, der scheiß Simon. Macht nur immer die gleiche Rotze. Jawohl, Alucard ist weg. Gut.
So, jetzt kann ich mich genüsslich um Simon hier kümmern, du Trottel. Ja, komm. Du nimmst jetzt nicht das Laserschwert, nein. Du feige Sau. Und tschüss, ja. Hoffentlich bist du weg. Er hat ein Dusel, dieser Simon. Und tschüss. Aber jetzt. Oh, Trottel. Gott sei Dank. Ist auch ein Primärgeist, Alucard. Krass. Ja, das war jetzt echt unnötig, dass ich jetzt da zweimal verloren habe gegen den Saukrüppel. Sorry, wenn ich das jetzt sagen muss, aber ist so. So, Richter ist unser nächster Gegner. Und vielleicht können wir in diesem Part auch schon unseren Endgegnerkampf machen. Kommt es ganz drauf an, wie stark dieser Richter ist. Ob ich den ziemlich schnell besiegen kann. Oh, der tat weh. Und tschüss. Okay, der war ziemlich eindeutig, der Kampf. Der war jetzt echt nicht gut. Der war jetzt richtig schlecht. Und dann können wir echt schon unseren Endgegnerkampf austragen. Gegen... Ich denke mal, dass es Dracula sein wird. Denn in Draculas Schloss erwartet jemand... wird man am Ende jedes Castlevania-Spiels von Dracula erwartet. Also würde es mich nicht wundern. Ja, es ist auch Dracula. Na dann komm her, Dracula. Monster gegen Monster. Hey. Achso, ich kann bloß am Kopf treffen, okay. Hey, wer hat getroffen, der ist Sack? Wo ist er? Ich sollte halt ausweichen können, nicht, der? Eieiei, der Angriff ist heftig. Ah! Soll ich halt aufpassen. Also, komm. Ridley ist kacke gegen Dracula. Ja, genau, als ob. Jawohl, erste Runde geschafft. Das verwandelt jetzt nämlich auch in ein Monster. Und das wird heftig. Hey. Jetzt habe ich ernsthaft gegen den Saumagen verloren. Ganz sicherlich. Genau, wer es glaubt. Genau. Ich habe gegen den bis jetzt noch nie verloren. Noch nie. Es war jetzt mein erstes Mal, dass ich gegen den jetzt verloren habe. Gegen den Sack. Ja, Riddle ist auch nicht gut gegen Dracula. Zumindest nicht in der Erstphase, weil ich ihn immer am Kopf treffen muss. Ja, hau ab, du Sackgesicht. Seit wann kannst du die Attacke? Riddle, was machst du? Ich hab nach oben gedrückt, hey, dieser Controller manchmal, also die Steuerung, die nervt. Bin ich ganz ehrlich, manchmal läuft die Steuerung, weil die wirklich zu hypersensibel ist in dem Spiel. Also, komm. Also jetzt schaffe ich ihn ja wohl. Wieso kann ich mich nicht nach... Ah, der ist schwer. Also mit Riddle ist er echt nicht einfach, der Gegner. Ja, als ob. Komm schon. Was habe ich ihn? Komm. Boah, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht. Zum Schluss. Das wäre jetzt echt bitter gewesen.
Ja, Ridley ist nicht der beste Kämpfer gegen Dracula, bin ich ganz offen und ehrlich. Gewonnen! Ridley ist nicht der beste Kämpfer gegen Dracula. Also er kann sich noch verwandeln, Dracula. Oh. Heftig. Dracula, zweite Form. Okay. Aber immerhin habe ich ihn geschafft auf den dritten. Na, auf den zweiten Versuch. Aber trotzdem war's. Sowas von unnötig, dass ich gegen den jetzt auch noch verloren habe. Aber ich muss jetzt gerade feststellen, ich glaube, es sind pro Abenteuerabschnitt, also in der Lichtwelt und jetzt in der Schattenwelt, ich denke, da gibt's bloß insgesamt also jeweils 3 Endgegner, also Zwischengegner. Denn in der Oberwelt waren es ja jetzt Giga Bowser, Rathalos und diese Maschine, ich weiß bloß nicht mehr, wie sie heißt. Und jetzt hier sind es eben auch 3. Aber wer die anderen 2 Endgegner sind, jetzt hier in der Schattenwelt, werde ich nicht verraten. Und das seht ihr dann schon früh genug, wenn ich ihnen gegenübertreten werde. Wir haben Draculas Schloss jetzt abgeschlossen und können jetzt zum nächsten Ziel. Dann werden wir jetzt zurück zum Eingang. Gehen uns zum Eingang zurück, teleportieren und jetzt werden wir nach links gehen. Ja, Leute, und ich würde sagen, wir machen Feierabend mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bin ich zwar wieder ein bisschen ausfällig geworden von meinen Ausdrücken. Sorry dafür. In meinem nächsten Part werde ich mich wieder beherrschen. Oder es zumindest probieren, mich zu beherrschen. Aber es war jetzt zum Glück kein schlimmer Ausdruck dabei. Ich habe jetzt bloß das Wort mit SAU verwendet und mit Krüppel. Ansonsten war ja nichts Schlimmeres in meinem Wortschatz dieses Mal. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben für dieses Video. Habt ihr jetzt meinen Daumen überhaupt schon gesehen? Ich weiß nicht, aber jetzt hat man sie gesehen. Einen Daumen nach oben für dieses Video, bitte. Und in unserem nächsten Part machen wir auf jeden Fall hier an diesem Punkt weiter mit einem anderen Kämpfer. Ist noch zu Ridley. Ich habe mit Ridley auch noch nie großartig gekämpft. Er war in Ordnung, sage ich jetzt mal. Aber seine Reichweite war enttäuschend. Ich hätte gedacht, er hätte eine größere Reichweite, aber er ist auf jeden Fall nicht langsam. Also er ist okay. Ja, ist ein solider Kämpfer, würde ich mal sagen. Aber nun, genug der Worte. Und mit den Worten verabschiede ich mich und sage hiermit, macht es gut, haltet die Ohren steif und bis zu einem weiteren Part von Super Smash Bros. Ultimate. Haut's rein und bis dann. Ciao, ciao.